Willkommen zurück. Wir verlassen den Animus. Und schauen uns auf der anderen Seite des Bildschirms mal an. So, und da sind wir auch schon. Leben und spielen Sie durch die Augen von Evelyn de Grand Prix und sehen Sie völlig neu ins Amerika. Das Französische. Machen Sie sich bereit für das ultimative Immersionserlebnis mit dem Animus Trainingsprogramm. Bleiben Sie dran, hier finden Sie demnächst einige Ankündigungen. Haben Sie die Werbung echt da drin gebaut? Zusammenarbeit. Wir alle hoffen auf den Geistesblitz, der die nächste große Entdeckung mit sich bringt. Doch Innovation lebt von einer produktiven Arbeitsweise, stetige Evolution auf fester Grundlage. Abstergo Entertainment durchbricht Grenzen Tag für Tag. Nicht nur durch die Technologie, die unsere historischen Forschungen überhaupt erst ermöglicht, sondern auch durch ein motivierendes und ergonomisches Arbeitsklima, in dem wir die Erforschung der Vergangenheit ermöglichen. Animus Tech. In uns allen steckt eine Schatzkammer, unsere DNA. Ein einzelnes Molekül unserer DNA kann etwa 750 MB an Daten speichern. Die einzigartige Animus-Technologie von Abstergo Industries ermöglicht uns, das Wissen unserer Vorfahren zu erforschen. Mit Technologie der Zukunft und einer Begeisterung für die Vergangenheit, um unseren Spielern das ultimative Spielerlebnis zu liefern. Spieler werden zu Piraten und Assassinen, Gelehrten und Päpsten. Die Geschichte steckt voller Möglichkeiten. Abstergo Entertainment und der Animus. Wir erforschen die Vergangenheit, um ihnen die Zukunft zu bringen. Die Zukunft des Spielens. Mit der Animus-Technologie führt Abstergo Entertainment die Welt in die Zukunft und so weiter. Blicken wir zurück auf unsere beliebtesten Entwicklungen. Das haben wir gerade schon. Das war auch alles, was sie entwickelt haben. Nur das eine Spiel. Mülleimer. Stehen da? Keine gelesen. Die Grafik erinnert sehr stark an ein veraltetes Soma. Das ist Black Flag. Was ist denn das bitte? Ist das Metal Gear Solid da oben rechts oder? Das sieht aus wie Edward. Wie Connor. Connor und Edwards Monturen sehen ziemlich ähnlich aus. Ich glaube, das sind die Figuren aus Black Flag. Der spielt das Spiel gerade. Offensichtlich schaut er sich gerade auf der Karte um. Er weiß nicht, wo er hin soll. Es geht vielen so. Oder? Ah, er chattet gerade mit dem anderen. Oder noch andere Figuren gesammelt. Okay. Und was haben wir hier? Die gleichen Figuren wie da drüben. Das ist sehr interessant. Ich glaube, wenn das hier eine Spieleentwicklungsfirma sein soll, dann könnte das so ein bisschen die... Ja. Nee. Entwicklungsfirma ist es ja nicht. Das ist ja eher was anderes.
Eher so eine Mischung aus Erforschung und so weiter und so fort. Aber Black Flag scheint hier so das große Ding zu sein. Oh, hier ist mein Kaffee. Getrunken oder echt weggewirkt. Ich weiß auch. Hoch. Angestelltenausweis. Der Ausweis, der Ihnen offensichtlich viel Erfolg bei Upstair Granted damit bringen wird. Abstergo Ausweis. Willkommen zum Team. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr den großen Schritt zum besten Jahr ihrer Karriere gemacht haben. Abstergo Entertainment hat ein frisches Aussehen und einen einzigartigen Weg zu arbeiten. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, groß zu werden. Es kann überwältigend sein zuerst, aber wir sind hier, um Dinge festzulegen. Und so weiter. Auch da steht's doch. Träume. Ja, oder so. Ich habe keinen Bock, das zu lesen. War ich hier schon? Gucken wir uns noch mal weiter um. So, gibt es hier noch einen Lageplan, wo kein Gegner vorsteht? Ne. Haupteingang, Sicherheitscheck und Wartebereich, Showroom. Ich glaube, hier werde ich auch nichts finden. Für sicher hat das auf jeden Fall gedacht. Falls es mal brennt, gibt es Feuerlöscher. Ich glaube, ich bin sogar frisch angestellt hier. Ah, sind die Server. Zum Spielerklärung. Abstergo Industries ist eigentlich ein Templer-Firma. Bei der Gegend wirst du kein Feind. Natürlich. Habt recht. Büb.
Abstergo Entertainment ist eine Division von Abstergo Industries, das Multimedia-Produkte produziert. Sein Primärprodukt ist eine Spielekonsole-Version des Animus, welches auf ein weltweites Spektrum, welches weltweit verkauft wird. Durch sich selbst. Es erlaubt die Firma, Alter. Es erlaubt einfach jeden zu überhaupt zu kontrollieren und zu beeinflussen. Ich bin gefangen, ich darf hier nicht raus. Waffen und Hunde sind verboten. Hunde sowieso. Ich brauche keinen Mensch. Okay, hier gibt es nichts zu tun. Meine Dateien? So, ich habe ja nur eine, ne? Wahrscheinlich gibt es dann nachher noch mehr. Aber ich find's lustig, dass sie da eine Minimap eingebaut haben. Wird euch auch jetzt gerade schwindelig. Motion Sickness. Das gibt's nochmal eine andere Runde. Jetzt muss ich erstmal meinen Arbeitsplatz wiederfinden. Ich glaube, hier war der, ne? Nee. Ach Gott, wo war denn nochmal mein Büro hier? Oh, hier. Natürlich wollen wir die Simulation fortsetzen. Havana! Boah, jetzt müssen wir auch richtig weit weg. Ich würde ja schon gerne wieder ein Shandy einsammeln. Wie wär's denn mit da? Oh, Schnellreise ist wirklich geil. So kannst du ja auch nicht geile Thumbnails machen, ne, gerade. Das war fast tot. Beinahe gestorben. Aber nur beinahe. So, probier das mal zu halten. Ah, funktioniert. Bolle in die Allee. Man kann, wenn man sich die Texte so anliest, das liest sich schon so wie... Ja... Nimmst eine Buddel voll rum und dann kannst du das mitsingen. Da brauchen wir den Text schon fast gar nicht mehr zu kennen.
So, und jetzt. Oh. Jetzt holen wir uns den nächsten. Nee, ich würde sagen, wir gehen tatsächlich dahin als Hauptmission. Wir sind ja immer noch im Prolog. Und schade, dass das. Hey, Vater! Dass wir nicht so lange machen können hier. Danke, hier drüben. Ah, ich werde schon gerufen. Der Mann, den Sie den Weisen nennen. Immer noch Sequenz 2. Guten Morgen, Duncan. Gleich hier drüben. Edward? Hallo, Edward! Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Na, ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ah, gute Idee. Wir sehen uns, Barnett. Später. Sehr pünktlich, Duncan. Hier entlang. Hier ist er. Ein Mann, nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht haben. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Ihr wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Bringt ihn in meine Residenz. So viel Wirbel um einen Mann? Ist das Observatorium wirklich so kostbar? Sie, Zinduda. Das Observatorium wurde von der Vorläuferrasse erbaut. Sein Wert ist unermesslich. Vorläuferrasse. So. Was passiert hier? In einem der ersten Briefe äußertet ihr den Wunsch, diesen Maya-Mentor zu töten, Atabai. Konntet ihr diesen Auftrag noch ausführen, bevor ihr hierher kam? Leider nicht, nein. Zu viele Komplikationen auf dem Weg. Wie schade. Doch die Karten und die Ampulle, die ihr brachtet, werden es schon richten. Ei, das war der Plan. Ich mag diesen Weg nicht, Horace. Zu ungedeckt. Ja, stimmt was nicht. Bleib bei mir, Großmeister. Ich spüre es auch. Sie dürfen nicht Hand an den Weisen legen, was es auch koste. Assassinen! Was? Assassinen? Da oben! Sie sind auf den Dächern! Ja, wollen wir jetzt. Ups. Achtet auf Straßen und Gassen. Sie können überall sein. Vor allem nicht mal besser, weil die. Schützt den Weisen!
wusste gar nicht, dass sie weiterrennen. Hätten die ruhig mal sagen können. Assassinen! Da oben! Die sind auf den Dächern! Ich hab vergessen, dass ich eine Schusswaffe ab. Rennt weg. Hey. Durchbrechen jetzt, Levi. Ich war in einer anderen Grafikanimation. Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Mach langsam, dann wird's leichter für uns beide. Oder ich schieß dir ins Knie. Ach, da doch nicht. Er wird immer schneller, habe ich das Gefühl. Lass mich verprügeln. Kann er gerne haben. Zack. Wir bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wachen. Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag, die Herren. Sie, von allen Seiten von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Mit Glück bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios! Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erste Rate einer langfristigen Investition. Gracias. Hab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt, gegen Mittag. Ja, Sir. Und leicht verdientes Geld. Gracias.
Danke fürs Zusehen.